Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video habe ich ein sommerliches Rezept für euch. Ich zeige euch nämlich eine sehr leckere und vor allem auch frische Limetten-Biskuitrolle. Ich habe hier schon die Zutaten stehen, die ich euch jetzt zeige, und dann starten wir direkt los. Und zwar benötigen wir 4 Eier der Größe M. Diese sollten auf jeden Fall Raumtemperatur haben. Dann brauchen wir eine Prise Salz, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker oder ein Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Dann brauchen wir 20 Gramm Speisestärke und 80 Gramm Mehl. Ich habe hier jetzt noch einen halben Teelöffel Backpulver mit dabei. Zunächst geben wir die Eier in einen Rührtopf, geben hier die Prise Salz dazu und lassen die etwa 1 bis 2 Minuten anschlagen. Das könnt ihr, wie ich, hier in einer Küchenmaschine machen, aber selbstverständlich geht das auch mit dem Handrührer. Nach 1 bis 2 Minuten kommt noch der Zucker und der Vanillezucker dazu und dann wird die Masse richtig schön dick, cremig und weißschaumig aufgeschlagen. Das kann schon mal 12 bis 15 Minuten dauern. Hier solltet ihr auf jeden Fall die Geduld haben, es zahlt sich auf jeden Fall nachher aus. Die Masse sollte zum Schluss richtig schön dickcremig sein, sie sollte Spitzen ziehen und auf keinen Fall mehr eine fließende Masse sein. Wenn das dann ungefähr so aussieht, dann wird das Mehl mit dem Backpulver und die Speisestärke hier noch dazu gesiebt und vorsichtig mit einem Teigschaber untergehoben. Hier geht ihr am besten immer von außen nach innen und hebt das Mehl und die Stärke richtig schön vorsichtig unter, bis keine Mehlnester mehr vorhanden sind. Dann kommt das Ganze auf das Backblech. Ich habe mir hier mein Backblech mit Backpapier ausgelegt und meinen Backrahmen drumherum gelegt, dass ich nachher richtig schöne gerade Seiten habe. Die Masse wird jetzt mit einer Winkelpalette schön vorsichtig verteilt, auch schön in die Ecken, und dann kommt sie bei 175 Grad Ober-Unterhitze etwa für 7 bis 9 Minuten, das kann je nach Backofen natürlich variieren, in den Ofen. Nach dem Backen sollte die Masse ungefähr so aussehen, lasst sie auf keinen Fall zu dunkel werden, weil dann könnte es sein beim Aufrollen, dass sie zerbröckelt. Ich löse das Ganze hier jetzt vorsichtig von dem Backrahmen, nehme mir ein sauberes Handtuch, was ich mit etwas Zucker bestreue, und stürze dann hier meinen Biskuit drauf. Das Backpapier wird ganz vorsichtig abgezogen. Und dann wird der Teig mit dem Handtuch eingerollt und so lasst ihr ihn abkühlen. Während mein Biskuit nun im Ofen backt, bereiten wir schon mal die Füllung zu, und dazu zeige ich euch jetzt die Zutaten und direkt im Anschluss auch die Zubereitung. Wir benötigen 250 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Joghurt. Ich habe jetzt hier einen griechischen Joghurt verwendet. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Joghurt nehmen. Dann brauchen wir 2 Päckchen gemahlene Gelatine. Natürlich könnt ihr alternativ auch Blattgelatine verwenden. Dann brauchen wir 40 Gramm Puderzucker, 400 Milliliter süße Sahne. Dann benötigen wir insgesamt 3 bis 4 Limetten, je nachdem wie groß sie sind, und zwar brauchen wir
125 Milliliter Limettensaft. Die habe ich jetzt hier schon ausgepresst und auch die Schale, die ich zuvor schon abgerieben habe. Und wir brauchen 40 Gramm Zucker. Dann brauchen wir natürlich noch zum Anrühren der Gelatine etwas Wasser und zum Steifen der Sahne 4 Teelöffel Sanapat. Als erstes weichen wir natürlich die Gelatine ein. Hier gebe ich sie in ein Schälchen, gebe etwas Wasser darauf und lasse diese 10 Minuten quellen, bevor ich sie über ein Wasserbad erwärme. Als nächstes verrühre ich die Limettenschale mit den 40 Gramm Zuckern und stelle das beiseite, denn damit wird später die Rolle bestreut. Zu der Sahne gebe ich jetzt die 4 Teelöffel Sanapat und schlage diese richtig schön steif. In eine weitere Schüssel geben wir die Mascarpone, den Joghurt, den Puderzucker und auch den Limettensaft und dann wird das Ganze so lange verrührt, bis es sich schön cremig miteinander verbunden hat. Die Gelatine habe ich mittlerweile über ein Wasserbad erwärmt, bis sie flüssig ist und nun gebe ich von meiner Joghurt-Mascarpone-Masse etwas dazu, verrühre das und nun kommt das Ganze in die große Schüssel mit dazu und wird verrührt. Nun wird noch ein Teil der Sahne untergehoben. Ich gebe jetzt hier etwa die Hälfte, ein bisschen mehr wie die Hälfte von der Sahne dazu. Die restliche Sahne brauchen wir nämlich nachher zum Bestreichen. Hier seht ihr den Rest, den ich übrig gelassen habe. Und jetzt hebe ich die Sahne schön vorsichtig unter meine Mascarpone-Joghurtmasse. Nun können wir auch direkt ans Füllen gehen, denn die Biskuitplatte ist mittlerweile auch abgekühlt. Die rolle ich jetzt auf, nehme meine Füllung, die ich komplett hier drauf verteile. Oben und unten lasst ihr bitte ein bisschen Rand, das ist dann besser beim Zusammenrollen. Und nun nehme ich das Handtuch und rolle mit Hilfe dieses Handtuchs meine Rolle zusammen. Leider ist sie mir hier ein bisschen gerissen, aber das ist gar nicht so schlimm, denn wie ihr seht, wird die Rolle jetzt mit der restlichen Sahne komplett eingestrichen. Wird noch der Limettenzucker darauf verteilt und dann ist die Limettenrolle auch schon fertig gewesen. Ich hoffe, meine
kleine Limettenbiskuitrolle hat euch gefallen und ihr backt es auch mal nach. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen, sie mal nachzubacken, denn sie ist gerade jetzt in den wärmeren Monaten nämlich unheimlich lecker. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben und auch der Zubereitung, das findet ihr nochmal auf meinem Blog. Den verlinke ich euch in die Infobox, da könnt ihr alles nochmal in aller Ruhe nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Däumchen. Natürlich freue ich mich auch immer wieder über Abonnenten, denn dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut! Tschüss!